Hallo Leute! Während meines ja doch recht passiven Engagements bei Greenpeace ging es mir darum, dass nicht in der Antarktis nach Öl gebohrt wird, damit man die Eisbären schützen kann. Eisbären sind ja coole Tiere, ja? Müssen geschützt werden. Das Greenpeace von damals hat allerdings nicht mehr sonderlich viel mit den Greenpeace von heute zu tun. Aber nicht nur Greenpeace hat sich gewandelt, sondern man sich selbst auch. Und das ist etwas völlig Natürliches. Ein ebenfalls völlig natürlicher Prozess ist es, dass man etwas gegen Petzen hat, ja? Und damit meine ich 31er. Und damit meine ich Snitches. Nicht umsonst sagt man, Snitches get Stitches. Ja, und Greenpeace hat dazu aufgerufen, eine Snitch zu werden. Jetzt Meldeheld in werden. Kurzeinleitung zum Single-Use-Meldeportal von Greenpeace. Mehrwegangebot ist Pflicht. Doch gut die Hälfte, nämlich 52% von 687 stichprobenartig getesteten Gastrobetrieben, hält sich nicht an die seit Jahresbeginn geltende Pflicht, Mehrwegverpackungsalternativen für das Mitnehmen von Speisen in Plastik-Einwegverpackungen oder Getränken anzubieten. Besonders große Fastfood-Ketten und Lieferdienste fielen negativ auf. Deswegen gibt es ab sofort das Single-Use-Meldeportal von Greenpeace. Und Leute, es ist wirklich so einfach wie genial. So geht die Meldung. Erstens, sie entdecken einen Verstoß gegen die Mehrwegangebotspflicht. Zweitens, sie gehen auf das Greenpeace Single-Use-Meldeportal und tragen das Geschäft ein. Drittens, sie geben an, welche Verstöße sie entdeckt haben. A, es wird keine Mehrwegalternative für Plastik-Einwegverpackungen von To-Go-Gerichten angeboten. B, es wird keine Mehrwegalternative für Getränke in To-Go-Bechern angeboten. C, es wird ein Aufpreis für Mehrwegalternativen verlangt. Pfand ist erlaubt. D. Mehrwegalternativen werden zwar angeboten, jedoch nicht für alle Portionsgrößen. E. Im Geschäft werden die Mehrwegalternativen nicht mit deutlich sichtbaren Hinweisen beworben. Digga, es gibt eine Meldefunktion dafür, dass bei Ali im Dönerladen kein dick ausgeleuchtetes Schild steht, wo drauf steht: Wir bieten Tupperdosen und Mehrweg-Trinkbecher gegen Pfand an. Alter, ihr macht euch lächerlich. Viertens. Geben Sie Ihre persönlichen Daten an. Ja. A. Diese sind für die zuständigen Landesbehörden nötig, da es sich um die Meldung einer Ordnungswidrigkeit handelt. B. Greenpeace wird keine personalbezogenen Daten nutzen oder an Dritte weitergeben. Fünftens. Mit dem Klick auf Jetzt melden öffnet sich Ihr E-Mail-Programm, mit der aus Ihren Angaben generierten Meldung die zuständige Landesbehörde als Adressat wird automatisch aus der entsprechenden Postleitzahl generiert. Sechstens. Mit dem Klick auf Senden schließen Sie Ihre Meldung ab. 7. Anschließend können Sie eine weitere Meldung machen, unsere Petition unterschreiben oder unser Meldeportal auf Social Media teilen. Ja, da fällt mir nichts Besseres ein. 8. Teilen Sie über unsere Reuse-Mail, auch im CC, Ihre Meldung gerne mit, wenn Sie eine Antwort von den Behörden erhalten. Gut, nachdem alles soweit klar ist, habe ich das Ganze mal ausgetestet für ein leider nicht mehr existierendes Lokal namens Drachenschanze. Und das Ganze, was sich dann geöffnet hat, wenn man alle Daten soweit eingegeben hat, ist folgendes. Die direkte E-Mail zur entsprechenden Landesbehörde, die E-Mail von Greenpeace im CC und das Ganze mit dem folgenden Betreff. Vollzugsaufforderung. Einhalten der bundesweiten Mehrwegangebotspflicht nach § 33 und 34 Verpackungsgesetz. Und es gibt sogar auch schon einen von Greenpeace vorgeschriebenen Text, den ich euch hier einmal mit großer Freude vorlesen werde. Liebe Landesbehörde, ich wundere mich darüber, dass das deutsche Recht offenbar nicht umgesetzt wird. Bitte kümmern Sie sich darum, dass endlich gegen Einwegverpackungen in der Gastronomie vorgegangen wird. Seit dem 1. Januar 2023 gilt in ganz Deutschland auf Grundlage des neuen Verpackungsgesetzes § 33 und 34 die sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Diese verpflichtet alle Letztvertreiber von Einweg-Kunststoff-Lebensmittelverpackungen und Einweg-Getränkebechern, die darin angebotenen Waren, auch in einer Mehrwegalternative anzubieten. Dies muss zum gleichen Preis für alle Verkaufsgrößen und mit deutlich sichtbaren Hinweisschildern geschehen. Dies wird leider nicht überall befolgt. Deshalb möchte ich folgende Ordnungswidrigkeit anzeigen. Das Ladengeschäft Drachenschanze hält sich zum jetzigen Zeitpunkt, 5. April 2023, nicht an die in Deutschland geltende Mehrwegangebotspflicht, da es nicht mit deutlich sicht- und lesbaren Informationstafeln oder Schildern auf die Möglichkeit, die Ware in Mehrwegverpackungen zu erhalten, hinweist. § 33 Absatz 2 Satz 1 Verpackungsgesetz. Ja, Alter, wie sehr willst du eigentlich zeigen, dass du deutsch bist, hä? Aber dieses negative Deutsch, dieses klischeehafte Deutsch, ja? Ich fordere Sie hiermit auf,
den Vollzug des Verpackungsgesetzes vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls mit einer Strafe zu ahnden. Angesichts der, oh mein Gott, Alter, was, Alter? Angesichts der Klima- und Artenkrise haben wir keine Zeit zu verlieren und müssen die Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz jetzt umsetzen. Ist es schon wieder soweit? Sind wir wieder im Bereich der Krise, ja? Ich meine, wie schon so oft gesagt, das Overton-Fenster verschiebt sich Stück für Stück und wir normalisieren den Begriff Krise immer mehr. Bitte informieren Sie mich über Ihre Maßnahmen. Ich halte mir vor, diese Beschwerde, sollte ihr nicht abgeholfen werden, an einen nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz klagebefugten Verband weiterzuleiten. Junge, wie bitchy willst du eigentlich unterwegs sein? Wir pissen nicht nur den Kleinunternehmen, die hier die ärmsten Schweine sind, ans Bein, die hier die ganze Zeit schon unter der ganzen Umweltpolitik leiden. Nein, dann pissen wir auch noch euch ans Bein vom Ordnungsamt und drohen mit einer Klage. Was ist das hier, Alter? Ja, mit freundlichen Grüßen, ne? Alter, was für eine Witze, ey. Stand jetzt gingen schon 886 Meldungen ein. Alter, Wahnsinn. Das waren doch bestimmt auch alles Trolle, so wie ich hier in diesem Fall. Das Marketing von Greenpeace für dieses Snitch-Portal ist auch wirklich mit das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe. Als würden sie es eigentlich wollen, dass keiner dieses Portal benutzt. Was ist das hier bitteschön? Willst du auch eine Doppelpunkt-E-Meldeheld-In sein? Alter, wie inkonsistent kann man bitte innerhalb eines Satzes mit 6 Wörtern sein? Was ist eine Doppelpunkt-E? Was wird hier gegendert? Und wieso benutzt man hier einen Doppelpunkt und bei Meldeheldin schreibt man das Binnen-I? Aber das ist noch nicht das Schlimme hier. Dieser Eyecatcher. Es gibt kein Meldeportal. Transformierter Mann guckt skeptisch. Greenpeace launcht ein Meldeportal. Transformierter Mann dreht den Kopf skeptisch zur Seite und hat keinen Lippenstift mehr aufgetragen. Das passiert, wenn absolute Pfeifen ein Meme erstellen wollen. Eins habe ich noch. Unternehmen, wenn sie merken, dass es MeldeheldInnen gibt. Ja, absolute Pfeifen, Alter. Um euch hier aber noch etwas Inhalt zu bieten, schauen wir abschließend in einen Artikel von Tichis. Meldeheldin statt Denunziant. Wer prüft, ob Recht und Gesetz eingehalten wird? Richtig, Greenpeace. Die NGO prangert an, dass bei einer Stichprobe sich jeder zweite Gastrobetrieb nicht an ein seit dem 1. Januar geltendes Gesetz hält. Seit dem 1. Januar 2023 müssen Restaurants, Imbisse und Lieferservice Mehrwegalternativen anbieten. Laut Angaben von Greenpeace hätten sich nur 52% der 687 getesteten Gastrobetriebe daran gehalten. Besonders negativ seien bei der Recherche Fastfoodketten und Lieferdienste aufgefallen. Es sei daher dringend nötig, dass etwas passiere. Greenpeace fordert von den verantwortlichen Landesbehörden die strafrechtliche Durchsetzung des mit bis zu 10.000 Euro Bußgeld versehenen Gesetzes, schreibt die NGO auf ihrer Website. Deswegen ruft Greenpeace Unterstützer dazu auf, Geschäfte zu melden, die keine Mehrwegalternativen anbieten. Dafür hat die NGO eine eigene Website eingerichtet. Nachdem Nordrhein-Westfalen bisher nur Meldestellen für Diskriminierung angekündigt hat, ist Greenpeace deutlich flexibler bei der Denunzierung von Mehrwegsündern. Vielleicht kann in Zukunft dann auch Herr Müller angezeigt werden, der viel zu lange duscht, oder Frau Meier, die es viel zu warm in ihrer Wohnung hat. Wenig begeistert zeigten sich User in den sozialen Netzwerken, etwa, dass eine Beschönigung als Meldeheld noch keiner Diktatur gelungen sei. Andere sprechen von Stasi-Methoden. Ein Kritiker hebt hervor, dass die Gastronomie nun nach den mageren Corona-Jahren von Greenpeace unter Beschuss genommen werde. Auf die zahlreichen Kritiken entgegnete Greenpeace: Mit dem Meldeportal geht Greenpeace gegen die Intoleranz der Takeaway-Branche vor, damit die gesetzliche Mehrwegangebotspflicht endlich umgesetzt wird. Die Behörden sind auch nach ein Vierteljahr nach Inkrafttreten des Gesetzes weitestgehend tatenlos. Ja, keine Ahnung. Es überrascht mich wenig, dass die Alufolie, die der Ali um den Lamajun wickelt, die Behörden relativ kalt lässt, aber den Lamajun dafür warm hält. Wir haben also jetzt Einblicke bekommen in das Vorgehen der automatisch generierten Texte, die dann an die Behörden versendet werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.